Hallo und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Skyforge. Den Charakter haben wir letztes Mal erstellt, hier unseren grimmigen, schutzbrillentragenden Tank. Das war, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, schon sehr, sehr ausführlich das Ganze, muss ich sagen. Also die Auswahlmöglichkeiten bei der Charaktererstellung, Respekt, Respekt. Also da haben sie schon einiges an Mühe reingesteckt. Und wir sind hier noch immer im Tutorial. Jetzt als Paladin werden wir uns dann weitermachen, werden wir dann weitermachen können. Und hier die, ja, wahrscheinlich sind das Gegner, die uns erwarten. Ich habe zur kleinen Info das ganze Game ein bisschen dunkler gedreht. Das letzte Video war ein bisschen zu hell. Das lag an der Game-Einstellung, nicht mal mehr an der Aufnahmesoftware. Ich habe das jetzt hier im Game insgesamt ein bisschen dunkler gemacht. Ich glaube, so ist es etwas ausgewogener und angenehmer. Feedback ist wie immer willkommen und wir machen weiter. Sieht gar nicht übel aus. Wenn du willst, trainieren wir etwas mit diesen Konservendosen. Aber denk dran, morgen hast du dann Muskelkater. Ja, damit komme ich zurecht. Fast vergessen, dein Aussehen lässt sich jederzeit verändern. Wende dich einfach an Quinta, unserer, weiß ich, so, das war's. Wenn du mich brauchst, weißt du, Herida lässt ausrichten, dass sie dich nach dem Training im Observatorium erwartet. Mann, das sind, also das so schnell kann man gar nicht, erst recht nicht vorlesen. So überfliegen kann man es, aber wenn man es dann vorlesen soll, sind die Texte echt ganz schön flott. Mann, Mann, Mann. Ey, ich weiß, dass du kampfbereit bist, aber ein paar Tipps können sicher nicht schaden. Bitte, schieß los. Beseitige Gruppen von Mechanoiden in der Trainingshalle, ist die Quest sozusagen. Komm, fangen wir mit dem an, der ist so schön separiert. Also, mit rechts habe ich einen Schlag und mit links habe ich einen Schlag. Dann schauen wir einfach mal. Die stärksten Feinde halten sich normalerweise abseits der anderen. Ich empfehle dir, deine stärkste Fähigkeit gegen sie einzusetzen. Bin gerade ein bisschen überfordert mit. Mit diesen Kombos da unten. Man kriegt immer eingeblendet, was man da so jetzt machen kann. Aber ich muss mich da noch. Zurechtfinden. Das sind mehrere Gegner. Jetzt muss ich also schauen, dass es in Richtung AOE geht. Jetzt frage ich mich, wo war der AOE? Also wenn ich zweimal links, einmal rechts drücke, dann habe ich das mit dem Blitz. Ich glaube, links und dann direkt rechts war der AOE, ne? Fügt dem Ziel und allen Feinden in einer Reihe hinter ihm. Okay, das ist jetzt nicht ganz das. Ich probiere das trotzdem mal mit rechts, mit links-rechts-Folge und ansonsten ist es vielleicht auch interessant mit diesen Blitzen links-links-rechts. Wir probieren das einfach mal, ne? Bestimmt wird das schief gehen. Was war das jetzt? I. So. Fangen wir mit dem hier an. Vorne. Also. Warum kann ich jetzt... Ah, das muss ich aufladen. Das ist dieser AOE, okay. Was war das jetzt? Das war... Mit E konnte ich jetzt so einen Spezialangriff anwenden. Den habe ich aber auch noch nicht ganz verstanden. Okay, wir müssen noch ein bisschen üben. Irgendwas hat dieser Typ gesagt mit dem E. Ich kann es nur leider während des Kampfes echt... Kein Ziel ausgewählt. Wir werden mit Ziel auswählen. Okay, dann gehen wir erstmal darüber. Der Große. Machen wir den Großen und die Kleinen kriege ich hoffentlich dann. Ja.
Okay. Also da habe ich es jetzt mit den AOEs, denke ich, fertig gemacht. Scheint so eine Art Finishing-Move zu sein. Ich habe es leider nicht lesen können. Das ist alles so schnell hier. Ich nehme jetzt diesmal den hinteren. Schwächere Kreaturen halten gerne zusammen. Am besten bekämpft man sie mit Fähigkeiten, die flächendeckenden Schaden verursachen. Das dachte ich mir. Schade. Okay, ich muss das mit diesem E nochmal austesten. Habe ich jetzt noch irgendwas? Da hinten habe ich noch ein bisschen... Achso, sind ja alle wieder neu. New Life, da ging es raus. Ich will nochmal kurz diesen... Das war jetzt nochmal Blitz. Das da. Und das ist der AOE. Den muss man dann allerdings so ein bisschen aufladen. Sprich, die rechte Maustaste gedrückt halten. Oh, ich glaube, das ist anspruchsvoll. Ich mache jetzt nochmal mit einem AOE. Auch der Blitz ist ein AOE im Grunde genommen. Okay. Gut. Also so ganz zielgerichtet kriege ich es noch nicht hin. Jetzt machen wir nochmal diesen Finishing Move. Okay. Der geht immer, wenn die dann so eine gewisse... Wenn die schon ziemlich geschwächt sind. Okay, ich denke... Der Rest erklärt sich. Wo ging's raus? Da geht's raus. Wir machen einfach mal weiter. Heftig. Also, Heftig. Aber wird schon irgendwie gehen in Zukunft. Exit mit Space. Und dann schauen wir mal weiter. Also das mit dem Kämpfen... ist trickreich. Das muss ich glaube, da muss man sich ganz schön einspielen, bis man dann raus hat, wann man welche Maustaste drückt. Und dass man dann ganz gezielt... Ich warte auf dich im göttlichen Observatorium. Benutze den Shuttle, um dorthin zu gelangen. Du findest den Shuttle-Terminal auf dem Platz. Okay, gehen wir da wieder hin. Unser neues Outfit. Bisschen schräg, aber egal. Transportterminal, da ist er. Dann fliegen wir doch mal eine Runde. Elena, Göttliches. Na, dann fahren wir mal mit dem Moped durch die Gegend. Sieht ein bisschen schräg aus, das Teil. Um das Portal im Spiel zu öffnen, drücke die Taste... kleiner ist das, oder was ist das? Kleiner Zeichen? Okay. Krieg ich hin. Boah, hier ist jede Menge los, wie man sieht. Da steht wieder die Herida. Und die Spieler probieren alle ihre neuen Skills aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Eine Kampfschule ist mehr als ein bestimmtes Kampfkönnen. Es ist ein Lebensweg, eine Philosophie. Sich im göttlichen Observatorium umsehen. Nun erzähle ich dir, welche Mission die Götter von Aelion haben. Komm näher zum Modell des Planeten. Wenden. Hör zu. Hörst du das? Millionen von Stimmen flehen um unsere Hilfe und hoffen auf Rettung. Hier im göttlichen Observatorium können wir ihre Gebete hören. Wir sind Götter, aber wir sind nicht allmächtig. Doch es steht in unserer Macht, Leben zu retten, Bedrohung zu beseitigen und Hoffnung zu geben. Komm, Aelion wartet auf dich. Das ist also sozusagen unser Missionsterminal, wenn man so will.
First Combat Mission. Go to an adventure by using the globe at the device. Divine Observatory. Gut. Es sieht so aus, als werden wir jetzt auf die Menschheit losgelassen, sozusagen. Ich will mich aber mal wieder umschauen. Ihr wisst doch Bescheid. Ich muss doch alles hier mir angucken und schauen, wie es gemacht ist und wie es aussieht und ein wenig genießen. Die Stadt, die Hauptstadt, liegt mehr oder weniger im Dunst. Man sieht leider nicht viel. Immer dunkel scheint's. Könnte mal Tag werden. First Combat Mission, da unten wartet sie auf uns. Ich glaube, ansonsten ist hier relativ wenig zu sehen. Yay! Yay! Was haben wir da? Eine Schneeflocke? Amazing Jackie scheint ein Spieler zu sein. So, da geht's also dann los. Wir müssen uns verbinden mit dem Planeten. Begib dich auf die Insel Dankit. Wähle diese Region auf der Karte aus und bestätige sie als Zielort. Dankit Island First Combat Mission. Okay, hier ist diese Elinar, göttliches Observatorium. Da befinden wir uns quasi und das müssen wir auswählen. Schwierigkeitsgrad normal. Alien Residents have raised an alarm. Also es wird ein Alarm ausgelöst. Diese Wirt, die wir in der ersten Folge schon bekämpft haben, haben da ein Nest. Und ja, das müssen wir wohl beseitigen. Please help them. Mitmachen. Belohnung für den Sieg. Funken der Kraft. Können rote Knoten freischalten, die deinen Schaden erhöhen. Also das sind dann diese Erfahrungspunkte. Da werden wir dann sehr bald vermutlich auf den Talentbaum stoßen. Aber erstmal machen wir da mit. Ja, ich bin gespannt, ob ich mit diesen Maustastenkombinationen jetzt schon zurechtkomme. Das ist wirklich trickreich, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Paladin Combat Basics. Perform a combo attack by pressing in turn links und rechts. Perform a combo attack by pressing links, links, rechts. Perform a charged attack by holding down Rechtsklick für einige Zeit. Finish the enemy by pressing E after the hint is displayed. Okay, also das im Grunde genommen, was wir schon gemacht haben. Nochmal. Ein Speer wartet auf mich in der Nähe des Uplink-Terminals. Finde ihn. Er könnte etwas Wichtiges mitteilen. Scout, da, mit dem müssen wir wohl reden. Und ich bin erstaunt, es ist doch eigentlich sehr gut. Na endlich, ich dachte schon, ich müsste hier übernachten. Die Wirts haben sich hier schon wieder breit gemacht. Sie vermehren sich wie Fliegen in einem Misthaufen. Ihre Angriffe auf die umliegenden Städte kommen bestimmt von hier. Ich wette, sie waren das. Es ist lustig, diese langen Sätze sind auf Russisch irgendwie scheinbar total schnell vorbei. Und ich wette, sie waren das. Hat jetzt gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Space. Du musst dich ins Herz der Insel begeben und den Anführer der Arschfresser töten. Die Wirts stehen unter seinem Kommando. Ohne den Anführer kriechen sie zurück in ihre Höhlen. Ein Sterblicher würde das niemals schaffen. Aber du kannst das. You know you can use the map, right? Open it if you need to find your... okay. Nö, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich's und kann ich die... Kann ich ein bisschen rauszoomen, reinzoomen, nicht viel machen ansonsten. Also. Gegner besiegen. Hier sind schon andere am Machen. Hier sind überhaupt viele am Machen, scheint mir. Wie war das? Links, links. Und mit E machen wir den fertig. Aufheben, Space, da haben wir ein Loot. Und hier haben wir auch noch ein Loot. Credits, und was ist das hier? Kein Loot? Doch. Was ist das? Was ist das? Man weiß es nicht.
Egal, ich gehe jetzt mal da runter und üb noch ein bisschen. Links-Rechts-Kombi müssen wir noch machen. Krieg ich hin. Aber erstmal nochmal diesen Finishing. Ich finde ihn ja eigentlich viel geiler. So, die haben wir. Was muss ich jetzt noch? Links, links, rechts. Links, links. Links, links. Das war der Blitz. Na, ich denke, es geht. Ich bin jetzt nicht der mega Beste, aber... Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz praktisch. Sagen, der tat weh. Du hast etwas gefunden, oh, ein ungewöhnlicher Rinn. Setze ihn auf, er wird dich stärker machen. Öffne deinen Ausrüstungstab mit P. Ein bisschen unüblich, aber um den Ring anzustecken, öffne deinen Ausrüstungstab P, klicke das Ringfeld und dann den Ring selbst. Ah, okay, so geht das. Die Ausrüstung, die du bei deinen Abenteuern findest, kann dich stärker machen. Genauigkeit und Glück wird in diesem Fall erhöht. Viel mehr kann ich aber noch nicht machen. Also gehen wir hier wieder raus. So, Paladin Combat Basics. Alles erledigt. Hier, ich gehe wieder. Bin schon weg. Du hast Trophäen erhalten, eine. So, da hinten müssen wir lang. Ups, schade, ich dachte, ich könnte die nochmal. Gut, komm, dann machen wir das nochmal. Oh, woran sehe ich denn, wann ich diese... So, den kann ich erstmal wegmachen. Ich frage mich gerade, woran ich sehe, dass ich... diesen AOE vom Anfang machen kann. Weiß ich noch nicht. Nicht irgendwas looten? Ich will was looten! Verdammt. Wow, es sind ganz schön viele. Wir konnten uns das nur entgehen. Wir müssen jetzt dort sein, wo die Angriffe herkommen. Destroy the Barrow mit Space. Okay, da hinten sind noch mehrere andere, scheint's. Was haben wir? Komm, das kriegen wir hin. Sehr schön. Doch, das kann mir Spaß machen, der Kampf, glaube ich, so auf Dauer. Durchaus, oh, ist der etwa stärker? Komm. Ach. Ich muss das mit diesem nochmal und jetzt das mit dem Blitz, das wollte ich doch eigentlich haben. Das funktioniert. Kreditpunkte immerhin ein paar. So, das sind stärkere Gegner. Das mit dem Blitz, ich muss ein bisschen langsamer klicken. Es ist in der Tat so, dass... Der Aasfresser-Anführer sieht echt gefährlich aus. Sei vorsichtig. Wo denn? Wer denn? Was denn? Ist er das? Okay, der lässt sich zum Beispiel nicht hinschmeißen. Komm, zusammen kriegen wir den niedergeschnetzelt. Hier ist ja tatsächlich... Ja,
mit diesen AOEs, das bringt nichts. Also da muss ich... Ich frage mich, was die stärkste Attacke halt ist. Ich glaube, der Blitz... So, war er das? Leider nichts zu looten, aber wir machen jetzt noch diese Dinger hier kaputt. So, was muss ich machen? Carrions, die muss ich tatsächlich... ...noch umhauen. Aber die kann man legen, das ist ganz praktisch. Komm, ich werde doch jetzt gleich mal E verwenden dürfen, jawohl. Bäm. So, Spaß. So, da braucht man noch zwei von. Eliminiere Carrions. Wo sind die guten? Das ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich jetzt zugeben. Carrion Fighter, schauen wir mal. Dir. Ach, das macht Spaß. Gut. Lineare Carrions immer noch. 66% nur. Wo muss ich hin? Wie kriege ich denn das hier angezeigt? Ich habe... Bei den Missionszielen finde ich es ein bisschen schwierig. Sind das da Carrions? Jawohl, okay. Dann kümmern wir uns wieder um die. Ah, so ist das schön. Looten. So, jetzt Auslöschung der Wirts. Die muss ich noch machen. Große Frage ist, wo und was und wie. Dangerous Creatures. Also da muss ich irgendwie da hinten noch hin. Na komm. Ich finde das gerade nicht sonderlich. Beseitigung der Wirts. Da hinten muss ich lang. Okay. Ich finde das nicht sonderlich übersichtlich jetzt gerade, aber muss es ja auch nicht unbedingt sein. Eh, komm, mach schon. Jawohl. Sehr gut. Ich hätte einfach weitergehen müssen, scheinbar. Sehr cool. So, da geht's. Verdammt, ey, Mann, komm, bin ich so blind? Ich schaue jetzt nochmal auf M. Kriege ich das da besser angezeigt? Da hinten, ganz hinten hin, muss ich scheins. Denke, das ist mein Ziel. Hubla. Und wir nehmen mit, was geht. Ein Träumchen. Also der haut schon ganz gut rein. Rituale. Wie kriege ich die? Space. Verwenden. Ah. Die muss ich wohl... Muss ich wohl auch irgendwie kaputt machen. Finde ich jetzt unübersichtlich oder ich klick's nicht. Das kann auch sein, dass ich einfach irgendwas übersehe, was mir hier irgendjemand sagt, genau was ich zu machen habe.
sind so viele kleine Nebenziele. Ich weiß auch gar nicht, ob man die machen muss oder ob man da nicht einfach auch quasi dran vorbei kann, dass das nur so kleine Boni sind, mehr oder weniger. Wir folgen mal weiter, unauffällig dem Weg. Schließe sämtliche Quests auf der Map ab. Das ist also hier eigentlich gefordert. Klicke auf F, um deine Belohnung zu erhalten. Das mache ich jetzt mal. I see you're ready to make a step forward. Towards divinity. Learn a new ability. Das kriegen wir wohl mit K hin. Da unten blinkt jedenfalls sowas Schönes auf. Ausgegeben Funken der Kraft. Und jetzt? Was habe ich denn da jetzt? Kriege ich das wie was? Wo? Eins? Ne, zwei? Aha. Das ist so ein Schild scheinbar, was ich um mich herum aktivieren kann. Das kann ich wieder F drücken für die Belohnung. Eliminiere Wirts, da habe ich immer noch nicht genug. Seid ihr jung, der Wirts da drüben in 70 Metern Entfernung geht die Quest noch weiter. Ich hätte die vermutlich die Belohnung schon Wollte ich gerade sagen, bin ich jetzt hier festgehangen oder wie? Wird, da können wir noch ein paar zerlegen. Das ist doch sehr nett. Was die 1 jetzt genau für ein Skill ist, weiß ich aber auch noch nicht. Eieiei, also es sind sehr, sehr viele sehr, sehr viele Neuerungen. Hier, wo war jetzt nochmal mein Talentbaum? Da. Da sehe ich jetzt da unten. Doch, hier. Ansturm. Du sprintest auf das Ziel zu, greifst es mit deinem Schwert an und fügst ihm Schaden zu. Zudem wird es niedergeschlagen. Dann habe ich hier himmlischer Schild. Erzeuge einen Schild, der Schaden in Höhe von 12% der Gesundheit des Paladins absorbiert. Okay, das ist jetzt das. Ich glaube, ich sollte hier raus. Und dann machen wir das nochmal. Dann nutzen wir mal die 2. Den können wir schon fertig machen. Okay, das war der Ansturm. Den habe ich jetzt auch einfach mal ausprobiert. Auch wenn man den bestimmt aus einer etwas größeren Entfernung machen sollte. Aber so alles klar, würde ich sagen. Ich denke mal, dann können wir jetzt hier abhauen. Sehr cool. Ach, unter E habe ich jetzt schon wieder was. Tasche. Prophäen. Einige dieser Gegenstände lassen sich vielleicht gut verkaufen. Und da ist der Ring der Tapferkeit. Habe ich den schon angelegt jetzt oder nicht? Also da kann ich hier in der Ausrüstung gucken. Ring des Glücks. Und hier kann ich noch den Ring der Tapferkeit anlegen. Auch das ist mir entgangen, dass ich den quasi schon erledigt habe. Schon gefunden habe. Irgendwie alles noch ein bisschen unübersichtlich für mich, aber ich krieg das noch hin. Bestimmt. Irgendwann. Die erste Mission scheint erfolgreich. Scheint nicht erfolgreich. Dangerous Creatures ist immer noch aktiv, scheint's. Auch wenn ich es nicht angezeigt kriege. Ist das dann... Ach, ist das kompliziert. Sorry dafür, ich bin total verplant hier gerade. Aber es ist echt, kenne ich doch woher die Stelle. Es ist echt nicht gerade easy hier. Das heißt, man muss eigentlich nur diesen Markierungen hier in den Landen sozusagen nachlaufen. Da muss ich noch einen zerlegen. Ich dachte, das hätte ich schon. Blödes Vieh.
Und tschüss. So. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's und Credits gab's jetzt nochmal so. Jetzt kann ich, darf ich jetzt endlich nach Hause? Uah, ich gehe ja schon. Return to the Scout. Da hinten können wir hin. Habe ich die jetzt alle an der Backe? Nee, die sind nicht aggro in dem Sinne. Respawnen mal richtig schnell. Aber bei den vielen Spielern, die hier gerade so unterwegs sind, ist das auch sinnvoll. Okay, also man muss einfach nur diesen kleinen Markierungen nachlaufen und dort gibt es dann immer was zu tun. Und immer wenn die verschwinden sozusagen, dann kann man weiterschauen. Merke ich mir fürs nächste Mal. Ich denke, dann habe ich so halbwegs kapiert. Danke für deine Hilfe. Die Witz und keine Gefahren für die umliegenden Städte. Jetzt werden wir ihre Höhlen gründlich ausheben. Klicke auf F, um die Belohnung zu erhalten. Wollen wir ja immer gern. Und nochmal auf F. Drücke die Taste B und klicke doppelt auf das Symbol des Waffen... auf das Waffenset-Icon Not Found, also auf dieses Not Found-Icon, um den Inhalt zu erhalten. Okay, ja, also das war gut, sag ich mal. Das war mir zu unübersichtlich. Drücke die Taste B und Doppelklick auf das Waffenset B. Aha. Ah, oh. Kristall der Kälte. Klasse Kryomant. Klasse Paladin. Schwert der Gerechtigkeit. Wunderbar, kehre jetzt nach Elinar zurück. Ich muss dir etwas sagen. Okay, das habe ich also mit Doppelklick quasi ausgerüstet. Hier sehe ich, dass ich das nicht verwenden kann, weil ich die Klasse nicht habe. Kann die Tuzima verschwinden? Ich hatte da eigentlich noch was... und da noch was gucken. Hier sehen wir jetzt das Schwert der Gerechtigkeit ausgerüstet. Okay. Alles gut. Also, zurück. Und so sind diese Missionen aufgebaut, in denen wir den Sterblichen sozusagen helfen müssen. Und dadurch unser Ansehen steigern und langsam aber sicher Anhänger gewinnen für unseren Weg zur Gottheit. Und den weiteren Weg zur Gottheit, den werden wir dann in den nächsten Folgen nach und nach beschreiten. Zusammen hoffe ich, sorry nochmal, riesiges Sorry, dass das so unübersichtlich chaotisch war. Ich war ein bisschen überfordert zwischendrin, man hat es gar nicht gemerkt, glaube ich. Ne? Das habe ich gut überspielt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt weiß ich schon mal wieder ein bisschen mehr. Und wie gesagt, das sind meine ersten Gehversuche. Ich habe das alles noch nicht gesehen. Wir spielen zusammen die ersten Minuten sozusagen. Und da sieht das mitunter dann halt nochmal so aus. Das nennt sich Blind. Nun ja, ich hoffe, euch gefällt es. Eure Kommentare sind immer erwünscht. Ich bin sehr gespannt, ob das Spiel gut ankommt, was ihr davon haltet. Ich glaube, das wird riesig. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird riesig. Das macht schon jetzt eine Menge Spaß und ist erst die Close Beta. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.